Moin, hier ist Kampitspieler und ich begrüße euch zur vierten Partie der Blitzwoche im Juni. Und nachdem ich ja im gestrigen Video, im letzten Video, doch ein bisschen Schwarz hatte und ein bisschen von der Zahl her schlechteren Gegner hatte, jetzt doch wieder ein bisschen ebenbürtiger, sag ich mal. Oh, Alechin, ich mach doch nicht die Jagdvariante, doch mache ich. Ich habe keine Ahnung, wie man die spielt, ich weiß aber, dass es die gibt. Und dass ich damit eigentlich schlechte Erfahrungen habe. Aber was soll's, immer mal was Neues. Vielleicht gefällt mir die Jagdvariante ja doch plötzlich nach diesem Team. Und für Blitzen kann man es eigentlich immer mal spielen. Ich muss überlegen, er nimmt, ich nehme, er nimmt, ich nehme. Das geht noch alles, ohne Probleme. Und ich werde jetzt. Ich werde jetzt meinen König in Sicherheit bringen. So richtig wohl fühle ich mich nicht. Und der Zug ist der in Ordnung? Ja, das scheint in Ordnung zu sein. Ich werde dann aber aus Sicherheitsgründen den Bauern da decken. Und jetzt meinerseits 14 Tieren. In der Hoffnung, dass ich da irgendwann mal diesen Läufer hier loswerde. Von Schwarz. Als nächstes Springer D2, um den Springer weiter zu decken. Und dann wollen wir mal gucken. Okay, er räumt. Ich werde natürlich nicht aufreißen. Ich lasse es geschlossen. Und jetzt habe ich ernsthaft Überlegungen. Jetzt habe ich wirklich Überlegungen, ob ich da nicht ein bisschen auf Angriff spiele. Hier könnte ich schon den nehmen. Ich muss natürlich mit dem Springer nehmen, damit ich hier den weiter stütze. Und jetzt über. Also jetzt könnte man sagen, Springer hier und dann damit angreifen, das ist ein bisschen billig. Ich könnte aber auch erstmal den Spring, die Dame nach D2, um den Läufer unter Kontrolle zu kriegen, also zu decken. Er nimmt, ich nehme, er nimmt, ich nehme Springer, er nimmt einen Springer. Okay, jetzt muss ich reagieren. Das heißt, ich nehme den Bauern raus. Wenn er ihn selber nimmt, nehme ich hier raus. Und dann könnte ich den Bauern. Ja. Er muss hier also auf diesen Bauern reagieren. Und ich kriege den schwarzfälligen Läufer weg. Ziel erreicht. Und zur Unterstützung noch ein Schach, damit ich mit dem Springer nach E4 kann. Wenn er es zulassen würde, heißt es. Wie sieht eigentlich die Stellung insgesamt aus? Ich tausche erstmal die Damen ab und bringe den Läufer in Kontrolle, wenn er jetzt dahin spielt. Turm D1. So, die Verdopplung hat, ist, tut Not. Ich könnte zu überlegen, ob ich jetzt D6 spiele. Die Frage ist nur, habe ich davon was? D6, er geht vorbei. Nein, ich werde es. Nein, werde ich doch noch nicht. Ich werde erstmal verhindern, dass der Springer nach G4 kann. Und dann versuche ich den Springer von Schwarz zu vertreiben. Schwierig, also momentan würde ich ja fast sagen, dass es sehr stark auf Remisbreite ist. Ja, Bauernzüge sollten wohl überlegt sein, aber ich möchte, nee, ich möchte den Bauern einfach noch nicht vorziehen. Weil insgesamt kann ich die Felder hier viel besser kontrollieren mit dem Springer. Und mit dem Bauern hätte ich die einfach Angriffsfläche geben. Vielleicht wäre dann eine H5 eine Idee gewesen. Und jetzt könnte ich ja überlegen. Ja. Mag ich den Springer da? Ja, da tut er mir nicht weh. Mag ich den Springer da? Das ist ein bisschen unangenehm.
Und wenn ich jetzt den Vertrieb. Jetzt könnte ich den Springer einen Tritt geben. Der Springer muss ziehen. Er hat nur doch das Feld. Dann kann ich mit dem Springer hier hin und habe das Feld unter Kontrolle. Deswegen spiele ich jetzt den Bauern und werde danach mit E5 eindringen. Das Springerschach tut mir nicht weh. Im Gegenteil, ich gehe gegebenenfalls König F3 und der Springer, er muss wieder reagieren. Ich wiederum habe hier eine nette Drohung. Die es war. Ah, der kann ja so abdecken, okay. So. Turm E1. Ich werde versuchen, jetzt auf diesen Bauern zu spielen. Es droht natürlich E6, das ist mir bewusst. Aber er kann nicht ihn nehmen, weil den nehme ich selber raus. Also droh ich jetzt wirklich rausnehmen. Und dann ist seine Bauernstruktur schlechter. Ich finde sowieso, der Springer, der Bauer auf D5 und der Springer hier, weil ich hier drohe, hier noch Einfluss nehme, der Springer von Schwarz. Interessant. Interessantes Opfer. Aber ich glaube, das Opfer ist nicht berechtigt. Ah, okay. Ah, er darf ihn nicht nehmen, weil hier ist eine Gabel. Hat er nicht gesehen. Okay, das Spiel ist materiell gewonnen. Jetzt muss ich es bloß noch über die Zeit bringen. So, damit ist erstmal alles gesichert und ich habe jetzt einen ganzen Turm mehr. Und das muss reichen. Jetzt geht er natürlich den Bauern vor, klar, er versucht noch irgendwie Schummelchancen zu nutzen, aber mit einem Turm mehr. Die einzige Chance, Schummelchance, die er hat, ist einfach über die Zeit. Und das ist ja legitim beim Blitzen. Jetzt habe ich hier die nächste Möglichkeit. Schach am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. So, damit hat sich's ausgeschacht. Okay, dann drohen wir jetzt einfach mal. Ich versuche jetzt einfach mal hier durchzudrücken und jetzt habe ich hier einen Schach, das kann er nicht abwehren. Hätte vielleicht tauschen sollen. Weil jetzt habe ich. So, das Matt kann er nicht mehr vernünftig abwehren. Ach doch, kann er. So. Er hat kein Schach mehr. Ich könnte auf jeden Fall das Remis sichern. Und ich mache das Remis sicher. Ah. Ah, ich hätte Matt setzen können. Und ich habe es geschafft. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Euer Gambit-Spieler.